Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Und zwar, mal kurz das Headset aussetzen. Und zwar ist das ein Video, in dem ich die ein oder andere Ankündigung machen wollte und jetzt nicht groß, also es wird kein richtiges Let's Play. Ich werde hier auch nicht groß irgendwas spielen, sondern ich werde einfach nur, wollte einmal zeigen, auf welchem Server ich bin. Zumal EU, weil Europe und so. Logischerweise, da gehöre ich quasi hin. Andererseits möchte ich ganz gerne mal im Voraus ein bisschen was erklären, bevor ich die nächsten Videos hochlade, was jetzt demnächst so auf meinem Kanal ansteht, warum sich welche Veränderungen zutragen und ja, einfach mal, damit ihr so ein bisschen aufgeklärt seid und ich nicht immer alles in den Videos erklären muss, dass dann eventuell irgendwer irgendwas nicht mitbekommt und dann irgendwelche Fragen gestellt werden. Deswegen wollte ich euch dann hier ganz gerne im Voraus aufklären. Und falscher Account oder Passwort. Was? Kann doch gar nicht sein. Meh. So. Nicht, dass jetzt mein Account gehackt wird, weil bla. Nein. Mist, jetzt bin ich wieder auf dem alten Account. Haha. ja. Da ist ja auch aber mein Let's Play-Charakter, von daher. Gut. In Ordnung. Lass ich den mal so ein bisschen hier rumhampeln. Bezüglich meiner Perfect World Let's Plays gibt es demnächst ein paar Änderungen. Und zwar werde ich das eigentliche Let's Play, was ich hier gestartet hatte, mit ihm hier, werde ich erstmal abbrechen. Beziehungsweise pausieren. Ich weiß nicht, ob ich damit später nochmal weitermache, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich es jetzt erstmal kurz ruhen lassen möchte. Weil zum einen habe ich das Gefühl, dass ich mit ihm nicht wirklich weiterkomme und zum anderen, ich bräuchte einfach mal jemanden, der mir da so ein bisschen hilft und der mir da mit einem anderen, beziehungsweise ich bräuchte einfach einen anderen Charakter, der mir im Ingame ein bisschen ja, zur Seite steht, der mit mir spielt. Das Problem ist nur, da jemanden zu finden, ist nicht gerade einfach. Jetzt hätte ich natürlich mehrere Leute zur Verfügung, mittlerweile schon, aber mit Leuten, die ich kenne, wie zum Beispiel und auch schon mal gespielt habe, wie Ekalavia oder Cray. Allerdings gestaltet sich das auch immer so ein bisschen schwierig. Ich will ja auch nicht immer mit denselben Leuten spielen. Ich meine, das ist ja nun mal ein Online-Spiel. Theoretisch hätte ich die Möglichkeit, mit ganz vielen anderen zu spielen und habe auch schon ganz viele Anfragen bekommen, aber das gestaltet sich immer sehr schwierig. Ich bin schon fast Level 30 und ich könnte mit ihm eigentlich auch schon noch ganz gut weiterkommen. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass ich euch nicht mehr das gesamte Ausmaß des Spiels so zeigen kann, wie ich es gerne möchte. Deswegen habe ich gesagt, höre ich mit ihm hier erstmal auf. Es wird natürlich noch mit Yaricho etliche Let's Play Together geben. Wenn ihr mal in-game merkt, dass ich online bin oder vielmehr mich irgendwo mal seht oder ihr könnt mich einfach anquatschen, gerne. Ihr könnt mich auch auf eure Freundschaftsliste setzen mit dem Namen hier, also mit Yaricho. Ich werde die Freundschaftsanfragen auch ganz gerne annehmen. Wir können auch gerne dann mal zusammenspielen, wenn ihr mich im Spiel irgendwann mal sehen solltet. Das ist alles überhaupt kein Problem, nur das mit den Vorab-Absprachen hat irgendwie bis jetzt noch nie so wirklich funktioniert. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid, wenn es bisher noch nie funktioniert hat. Aber das wird wahrscheinlich der einzige Charakter sein, den ich jetzt in Perfect World mit einem Together noch machen werde. Andererseits, jetzt muss ich mal kurz zurück. Habe ich, jetzt muss ich mich mal kurz konzentrieren hier, so, genau, da ist mein anderer Account, habe ich mit diesem Charakter, jetzt sehe ich meine 100.000 Namen, mein Gott, mit diesem Charakter hier ein Let's Play neu angefangen, und zwar ein komplett Let's Play Together mit Ekalavia, und nur damit ihr nicht die ganze Zeit meine 100.000 Charaktere da vor der Nase habt, hier den Bildschirm finde ich auch ganz schön. Und zwar habe ich, wie gesagt, mit Ekalavia angefangen und zwar ganz von vorne. Das ist nämlich das Projekt, was ich jetzt demnächst vorhabe. In diesem Spiel hat sich wahnsinnig viel verändert, wie ich auch schon öfter gesagt habe. Durch die ganzen 100.000 Updates. Mittlerweile sind wir ja sogar nicht mal mehr bei Sirens of War, sondern bei New Horizons. Und ich gehe davon aus, dass sich das in absehbarer Zeit wieder ändern wird. Und das gesamte Gameplay hat sich teilweise sehr verändert, besonders der Anfang. Und um euch das alles nochmal genau zeigen zu können, habe ich halt nochmal komplett von vorne angefangen. Das werde ich aber dann halt jetzt komplett als Together machen. Möchte ich auch ganz gerne, weil das ist einfach, ich finde es angenehmer, wenn noch jemand dabei ist und ich nicht die ganze Zeit mit mir selber quatsche. Ist auch bei einem Online-Spiel vielleicht was sinniger, als wenn ich da die ganze Zeit alleine rumrenne. Deshalb werde ich das
jetzt immer mit Ekalavia zusammen aufnehmen. Eventuell auch mal mit ein paar mehr Leuten. Das kann natürlich auch ein Together mit mehreren sein. Und es kann auch eventuell mal vorkommen, dass ich die ein oder andere Folge dann doch nochmal alleine aufnehme. Aber das wird jetzt halt so mein Hauptprojekt sein. Ich lasse das andere Projekt erstmal ruhen mit Nathanael. Ich werde Yarisho hin und wieder nochmal spielen, aber hauptsächlich werde ich mit meinem weiblichen Yarisho, also vielleicht habt ihr gesehen, dass es eine Bogenschützin ist, die ich ja auch Yarisho genannt habe, aber halt mit einem Y. So hat es funktioniert. Werde ich halt hauptsächlich mit meiner Bogenschützin spielen, weil ich da dann jetzt alles von Anfang an nochmal richtig erklären kann. Und das war halt auch meine Intention, weil ich habe festgestellt, dass es ganz, ganz oft vorkam, dass ich gesagt habe, von wegen, ja, ich habe da ja jetzt schon so ein bisschen Ahnung von und ich weiß ja schon und bla und habe dann irgendwas erklärt, was eigentlich gar nicht so war. Besonders bei dem Vorstellungsvideo von Rassen und Klassen habe ich manchmal so einen Bullshit gelabert, dass sich viele Leute darüber aufgeregt haben, was ich denn da überhaupt erzählen würde. Im Nachhinein habe ich mir auch so überlegt, ist blöd gelaufen, wenn ich noch keine Ahnung von, beziehungsweise wenn ich mich nicht komplett mit so einem Spiel auskenne, sollte ich nicht anfangen, irgendwas vor mich hinzulabern, wovon ich keine Ahnung habe. Es stimmt. Ich habe bei dem letzten Vorstellungsvideo auch einige Klassen verwechselt. So habe ich zum Beispiel erklärt, dass dass der Venomancer, der hier als Vulperino bekannt ist, dass der wiederbeleben kann. Ist totaler Bullshit. Ich habe das mit dem Mystiker verwechselt. Mit dem Erdwächter Mystiker. Der kann wiederbeleben. Und heilen. Und der Venomancer ist mehr so auf ja, Buffs ausgelegt. Ich will jetzt nicht wieder anfangen, irgendwas zu erklären. Ich will damit nur klar machen, dass es mir wahnsinnig leid tut, wenn ich irgendwas erklärt habe, was falsch ist. Und ich möchte euch aber auch bitten, da nicht irgendwie beleidigend zu werden dann. Ich habe niemals gesagt, dass ich von dem Spiel komplett Ahnung habe. Im Gegenteil, ich habe sogar gesagt, dass ich das Spiel noch nicht komplett kenne, dass es mit Sicherheit Dinge gibt, wo sich andere besser auskennen, als ich es tue. Und genau das wollte ich damit sagen. Es gibt Dinge, die habe ich nun mal falsch erklärt. Das tut mir leid. Und ich kann es gerne verbessern. Ich nehme gerne Kritik an. Aber ich werde ungern, und damit zitiere ich jetzt mal einen der Kommentare, ich werde ungern als ahnunghabende Zockerbraut bezeichnet, nur weil ich mir ein bisschen Mühe gebe und den Leuten etwas erklären möchte. Ich habe das zum Spaß gemacht, ich habe das gemacht, um den Leuten vielleicht ein bisschen zu helfen und denen einfach auch mal die Klassen zu zeigen. Wenn ich was falsch erklärt habe, dann ja, tut mir leid. Aber Kritik kann man auch konstruktiv äußern und nicht beleidigend. Vielleicht mag es sein, dass ich denjenigen dann auch ein bisschen verärgert habe mit dem, was ich da gesagt habe, beziehungsweise mit dem, was ich irgendwie nicht gesagt habe oder wie auch immer. Aber ich habe immer gesagt, dass ich von dem Spiel noch nicht wirklich so viel Ahnung habe. Ich spiele es schon sehr lange, ja, aber es gibt noch viele Aspekte von Online-Spielen, die ich noch nicht durchblickt habe, weil ich aber einfach auch nicht genug Zeit dazu finde. Ich habe nicht die Zeit, stundenlang an Online-Spielen zu hängen und mir das alles lückenlos anzueignen. Aber genau deswegen habe ich gesagt, wenn ich irgendetwas vergessen haben sollte oder falsch gesagt haben sollte, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich werde es eventuell im Video noch verbessern. Das ist dann überhaupt kein Problem, aber bitte tut mir den Gefallen und bleibt sachlich. Ich nehme gerne Kritik an. Ich bin sehr kritikfähig. Aber ich finde es ein bisschen fies, wenn es dann beleidigend wird. Das muss wirklich nicht sein. Tut mir leid, wenn ich jetzt wieder irgendjemanden verärgert haben sollte, aber das wollte ich einfach mal gesagt haben und bin jetzt ein bisschen abgeschwiffen, muss ich sagen. Jedenfalls wollte ich euch das nur mal erklärt haben, dass es demnächst mit einem quasi neuen Projekt von vorne losgeht. Das hat jetzt alles ein bisschen länger gedauert, als ich eigentlich gehofft hatte. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem die Informationen bekommen, die ihr bekommen wolltet. Bezüglich Thief habe ich noch eine Ankündigung. Ich hoffe, das Video wird jetzt nicht zu lang. Und zwar kommt demnächst ja Thief 4 raus, am 28.02. Wir haben heute den, lasst mich nicht lügen, den, keine Ahnung, 22., 23. Heißt, es dauert nicht mehr lange. Ich bin aber mit dem ersten Let's Play, also mit dem Let's Play vom ersten Spiel ja noch lange nicht fertig. Und es gibt ja auch noch zwei weitere Teile. Ich werde allerdings, weil ich das Spiel ganz gerne blind zocken wollte, weil das das Ganze viel, viel spannender macht, werde ich ab dem 28. schon ein Let's Play von Thief 4 anfangen. Das ist dann natürlich ein bisschen das Feld von hinten aufrollen, weil ich habe den ersten noch nicht durch und fange direkt mit dem vierten an. What the fuck?
Jedenfalls hoffe ich, das stört euch nicht zu sehr. Ich werde die anderen Teile auf jeden Fall noch let's playen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich werde auch mit dem ersten noch weitermachen. Aber es war einfach so eine Sache, dass ich gerade mit diesem Thief-Teil gerne ja, blind anfangen. Ich werde vielleicht das Tutorial mal vorher gespielt haben, aber mehr auch nicht. Weil es das Ganze einfach spannender und interessanter macht, wenn ich nicht irgendwie alles schon im Voraus weiß. Vielleicht gefällt euch das ja dann auch besser. Und ja, das wollte ich nur dann noch gesagt haben, dass ihr euch nicht wundert, dass es nach der Hälfte des ersten gerade mal dann auf einmal schon mit dem vierten Teil weitergeht. Ja, in Ordnung. Falls ihr noch irgendwelche Fragen oder Anregungen habt oder irgendwie wieder was von wegen gerne mal mit mir spielen wollt, schreibt es mir ruhig in die Kommentare, schreibt mir auch eine PN. Ich habe auch eine Facebook-Seite, die poste ich hier auch nochmal ins Bild und unten in die Videobeschreibung. Also guckt mal unten in die Box mit der Videobeschreibung rein. Da gibt es gerne auch nochmal wichtige Links. Da werde ich euch auch den Download-Link zu dem Spiel hier nochmal reinpacken. Und wenn es nicht auf Deutsch zu downloaden geht, tut es mir leid. Ich habe es am Anfang irgendwie auf Deutsch bekommen. Ich weiß aber leider nicht warum. Das ist auch immer so eine Sache gewesen. Wie kriegst du das auf Deutsch? Ich habe keine Ahnung. Es tut mir leid. Auch wieder sowas, wovon ich leider keine Ahnung habe. Jedenfalls, ja, seid ihr dann jetzt mal aufgeklärt. Ich bedanke mich dafür, dass ihr mir so lange zugehört habt und meinen Bullshit angehört habt. Und ja, wie gesagt, falls noch irgendwelche Anregungen oder Fragen sind, schreibt mir gerne eine PN oder Facebook oder einfach hier in die Kommentare. Dann können wir das Ganze bestimmt irgendwie angehen. Kommentieren und bewerten bitte nicht vergessen. Wenn ihr das Video gut fandet, dann gebt es einen Daumen rauf. Wenn nicht, dann eben nicht. Und abonnieren vor allem nicht vergessen. Ja, Freunde, der Abo-Button ist hier ganz in der Nähe, ihr wisst ja. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit meinen Let's Plays und dann wird es jetzt demnächst mit Perfect World weitergehen. Ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.